bin. Ich mach die Kamera wieder an, das ist so real. Hallo? Oh mein Gott, das ist so surreal. Das ist komplett surreal. Hallo? Oh mein Gott. Oh, das freut mich so. Ich habe in den Chat reingeguckt, ne? Ich habe gehofft, dass sie was schreibt. Mega gut, on fire, mega cool geworden. Respekt, mega cool. Oh, Dankeschön. Wir brauchen mehr. Dankeschön. 1000 GG. Dankeschön. Videos von anderen Leuten, von anderen Leuten, von anderen Leuten. Und da ist einfach meins. In Italien genommen, weil Los Santos ist eine gefährliche Stadt. Und, ne? Ich will, dass es eigentlich sehr. Man sieht zwar die Figuren, die mitspielen, natürlich, aber irgendwo am Ende, du weißt ja nicht, wenn du die Person nicht kennst, wie die heißen. Das sind übrigens, wir können mal ganz kurz reingehen. Warum habe ich das am Anfang gemacht? So, diese Mülltütenszenen, guckt euch das mal an. Die Mülltütenszenen, das ist im Prinzip auch ein bisschen eine kleine Anspielung eigentlich auf das, was viele Leute am Anfang machen, nämlich so dieses Strandsammeln. Am Strand kannst du ein paar Dollar verdienen auf diesem Server. Das ist auch eine Anspielung daran. Das auch extra in Schwarz-Weiß gemacht, damit man eigentlich versteht ihren Weg. Also so dieses, sie ist ja eigentlich auch mittellos. Sie hat ja überhaupt kein Einkommen oder sowas, ne? Muss man ja auch bedenken. Und das ist damit eigentlich gemeint. Deswegen sammelt sie da. Die Szenen haben wir dann in den nächsten Tagen im Stream. Wer dabei war, haben wir auch am Strand und waren das und haben das aufgenommen. Und das soll halt so dieses zeigen, sie lebt ja in dieser Wohnung, ne? Viele Leute denken von ihr, sie ist total der Superstar schon. Dabei lebt sie in dieser Wohnung und kann eigentlich nur davon träumen. So, sie hat zwar in New York schon viele Sachen geschafft, aber aktuell in Los Santos ist das ihr Status. Sie kann nur davon träumen und deswegen kommt so dieser Magic Moment. Das Video ist da, ja. Wir können es auch noch mal, bevor wir in die richtige Detailanalyse gehen, kann ich es einfach nur so noch mal angucken. Wir kommen aus verschiedenen Welten, kein Fairytale Ending. Du struggles und du fängst an zu schmelzen. Ja, uns nicht mehr zu helfen. Darling, stop praying. Patre, oh, Patre, prego, give him salvation. Flirtation, gas station. Nach dem drei Rotation. Mein Make-up, kein Break-up. Lippen, als wäre ich in Animation. Es ist einfach surreal. Ich liebe es. Und vor allem, ne, auch dieser Unterschied. Von am Anfang, wie sie halt da saß in Schwarz-Weiß und dann diese Welt, in der sie gern wäre, so wie sie halt jetzt da aussieht, das ist fast schon Matrix-Style. Hallo? Ist das nicht super cool einfach? So. Und ich liebe das im Hintergrund, guckt euch mal diese Tankstelle an. Ich bin fast gestorben, als ich im Videoschnitt war. Und dann, ne, und dann so ein kleines bisschen Filter reingemacht hat und gedacht habe, oh mein Gott, ja, das ist genau dieser Vibe. Eigentlich ist es ein Lied, man kann es am Tag hören, deswegen auch diese Basketball-Szene und sowas, ne? Es ist schon auch so ein Tag-Vibe, aber es ist genauso auch ein Nacht-Vibe. Und ich mag das sehr. Und diese Szene liebe ich auch. Ich liebe diese Szene. In der Kev einfach wirklich wie der Bodyguard einfach wegläuft und sie, also nicht, er läuft nicht weg, sondern er läuft halt ums Eck, um zu gucken, was da ist. So, ich mag das sehr, diese Einstellung. Das macht mich so glücklich. Und hier war mir auch wichtig und so, dass Kev sie halt zum Basketballspielen einlädt. Also sozusagen, sie wird eingeladen, nicht, dass sie sich das einfach, ne, ist ja auch alles Basketballkultur und so, ne? So, Kev lädt sie ein. Sie hat bisher nur schüchtern zugeguckt. Schön. Ich mag das einfach. Oh, ich liebe. Ich weiß gar nicht, wo ich.
Das, ich mag das auch so. Für mich hat das ein bisschen daran erinnert vom Vibe her. Ich habe das auch schon da gesagt, als wir das aufgenommen haben. So dieses bisschen das College-Gefühl. Das ist für mich so dieses, wisst ihr, so der Sports-Guy, der halt irgendwo sitzt und man ist so. Und trotzdem ist es aber irgendwo ein selbstbewusstes Lied, weil sie sagt, ja, hol mich ab. Ne? Sie sagt auch, flüstere die Nummer, wir sehen uns dann schon. So. Es ist auch selbstbewusst. Safe, oder? Da ist er mal ein paar Streams nicht da und Rina hat eine dicke Rapper-Karriere aufgebaut. Kitsching, jetzt geht's los. Ja, irgendwie schon. Du hast recht, ja. Ja, und ich habe. Und dazu muss ich noch sagen, ich habe es das auch in den letzten Streams gesagt. Sie würde nie über was singen, was jetzt nicht ihrem Charakter entspricht, sozusagen, ne? Also man muss auch gucken. Ich glaube, das, was sie macht, sie singt zum Beispiel in dem Lied ja viel über so diesen Struggle mit der Presse und so. So sie darf halt nicht gesehen werden mit irgendwem und ihr Leben ist voller Geheimnisse und so dieses, ne? Sie singt halt über das, was sie erlebt. Sie stellt sich jetzt nicht hin und sagt, ich bin der größte G, den es gibt auf der Welt. Weil das wäre halt unauthentisch. Das machen wir nicht. Aber ja, man kann ja auch auf unterschiedliche Arten und Weisen so die Musik machen. Cypress here. Reno Carino. Flüstere die Nummer, wir sehen uns dann. Hab gegen dich ganz schön viel in der Hand. Skirt ist tight, Baby, it's alright. Ich bin Catwoman und du der da. Übrigens, diese Stelle, ich bin Catwoman und du der Dark Knight. Leute, die schon ein paar Mal zugeguckt haben, wissen, wie oft wir das jetzt eigentlich gesagt haben. Wir haben ganz oft gesagt, wir sind die Frau, ich bin die Frau mit den Katzenohren. Wir haben das sogar zu Mr. Napier gesagt, ne? So dieses, und ich finde auch vom Outfit her, finde ich auch, dass es einfach so dieses Mysteriöse ist. Also sie braucht wirklich eigentlich nur noch ein Motorrad, dann ist alles perfekt so. Ich mag das einfach. Ich bin gerade zu glücklich. Ich kann es so gar nicht sagen. Na, lass dich treffen am Pier, Boy. Zeig mir die Sticks von hier, Chai. Wir cruisen herum. Seid ihr schon um? Call me tomorrow und frag dich warum. Boah, ich Angst sind, liebe wenn's es. niemand sieht. Ich hoffe, die Einstellung kommt noch mal. Das ist übrigens bei den Filmstudios. Baby, ich will zu den Weinmotivs. Ich muss echt sagen, die Szene ist wirklich ein Zusammenspiel von allen Leuten, die da bei der Szene beteiligt waren. Ne? Weil ich glaube, Elva war es, die gesagt hat, stell doch das Auto dahin. Und Kev hat gemeint, er stellt sich so hin. Und dann habe ich, ne, durch dieses Zusammenspiel mit den anderen Leuten ist was Tolles entstanden. Also das ist nicht nur so, so mein Projekt, sondern die anderen Leute haben das Musikvideo besser gemacht und haben es einfach vielfältiger gemacht. Und das ist eigentlich auch das, was ich auch will. Also so, ich habe es ja schon ein paar Mal gemeint, so klar kann man irgendwie auf einen GTA Online irgendwie gehen und da was für sich alleine machen, aber ich will ja zusammenspielen mit anderen Menschen. Und in dem Fall hat sich super angeboten. Es war außerdem eine mega spontane Aktion sozusagen. Nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Und allein dieser Ausschnitt, wisst ihr, so diese Weinhutbuchstaben im Hintergrund, davor das Auto, der geheime Treffpunkt und so, das ist einfach. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, wie das im Endeffekt rausgekommen ist. Wahnsinn, wenn's niemand sieht. Bisschen Vespucci noch mit Hören reingebracht. Cypress, Cypress Hill. Hören Cypress, Cypress. Übrigens, das ist die Szene, die haben wir beim zweiten Edit gedreht. Das ist ja nicht umsonst, dass die Sonne im Basketballkorb ist. Ich will nur ganz kurz gucken, wenn wir gerade schon die Videoanalyse machen. Ich mag das sehr. High class of Straße, wie in den Movies, sei mein Bodyguard, Oh mein Gott, Protect diese Daddy. Szene, das war, ich muss echt eins sagen,
ich hatte das zum Beispiel jetzt nicht so geplant. Ich habe halt gesagt, ja, wir machen irgendwie eine Szene mit hier Bodyguard und aber hatte nicht genau was im Kopf, weil ich finde es auch immer ein bisschen bei so Projekten, ich finde das immer schöner, wenn auch die Leute ein bisschen auch ihre eigenen Ideen mit sagen können, ne? So, das ist eigentlich wie so, man ist schon, man selber ist die Filmemacherin und ist sozusagen der Captain vom Projekt, aber wenn die Leute dann irgendwie auch Ideen haben oder zum Beispiel jetzt, ich habe ja zum Beispiel auch nicht alle, ich kenne auch nicht alle Animationen und so dieses Abwiegeln, was der Spieler von Kefta gemacht hat und Elva so dieses Yay, ne, das hatte ich zum Beispiel gar nicht geplant und das ist einfach so toll, wo ich das, ich habe beim Videoschnitt hatte ich schon echt richtig Fun, ne, also es war so einfach nur toll. Das macht mich so glücklich, das zu sehen. Baby, ich will zu den Weinwort-Hills. Frauenzünd, wenn's niemand sieht. Baby, ich will zu den Weinwort-Hills. Frauenzünd, wenn's niemand sieht. Oh, ich liebe diesen Part. Ich weiß, das ist komisch, über sich selber das zu sagen. Glaub mir, ich struggle auch mit in meinen eigenen Projekten und sage nicht die ganze Zeit, dass ich meine Sachen liebe. Aber jetzt bei der Veröffentlichung darf ich selbstbewusst sein und sagen: Bling, 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 let's go, Action. Es ist einfach, ich mag diesen Part sehr. Ich weiß auch, wie ich und I, also auch eine Figur hier, Young Blood, wir standen da eines Abends, haben uns irgendwie zufällig auch getroffen und ich habe zu ihm, ich glaube, das war zu ihm, habe ich gesagt, ich will unbedingt, dass Bling 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 reinkommt und Action oder sowas. Und es hat sich bewahrheitet. Also es ist einfach, die Essenz von Reno ist da drin. Bling, let's go. Bling, 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 let's go. Bling, 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 let's go. Bling, 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 bling. Action. Bling, 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 let's go. Bling, 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 let's go. Das ist die absolute Bling, bling, Coolness bling, einfach von bling, den bling, beiden. let's go. Bling, 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 bling. Action. Mein Gott, ich bin einfach nur so glücklich. Ich kann nicht nur sagen, ich bin einfach nur glücklich. Ich muss jetzt, ich sehe, habe mich die ganze Zeit gar nicht gesehen, aber